Manchmal falle es ihr noch schwer, ihre Geschichte zu erzählen, sagt Dora Roth. Als Kind war sie mehrere Jahre im Konzentrationslager Stutthof. Ihre Eltern und ihre Schwester wurden im Holocaust getötet. Zunächst floh Doras Familie vor den Nazis aus dem jüdischen Ghetto in Warschau nach Litauen. Dort wurde Dora verhaftet und kam ins Konzentrationslager Stutthof bei Danzig. Ich kann nur darüber sprechen, was über die Jahre hinweg passiert ist. Dinge, die ich nie vergessen werde. Ich werde nie vergessen, dass ich immer Hunger hatte, Tag und Nacht. Das werde ich nie vergessen. Und auch meine Mutter. Sie verhungerte, weil sie mir ihre täglichen kargen Brotrationen zu essen gab. Mehr als 60.000 Menschen wurden in Stutthof ermordet, so die Schätzung. Vergast, brutal getötet durch Zwangsarbeit und Krankheiten. Bis heute erinnert sich Dora Roth an die Angst und die tägliche Gewalt der Nazis. Es war unmenschlich, was sie mit uns gemacht haben. Man wirft kein Kind in ein Becken mit heißem Wasser, um es zu verbrennen. Oder lässt ein Kind einen 20 Kilo Zementsack aufheben. Ich habe das nicht geschafft und wurde verprügelt. Dora und ihr Bruder haben den Holocaust überlebt. In Israel hat sie geheiratet und eine Familie gegründet. Seit Jahren hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern über den Holocaust zu erzählen. Das, was uns die Deutschen angetan haben, ist unfassbar. Und wer immer davon weiß, wer es erzählen kann, der muss es tun. Das ist der einzige Weg, um einen weiteren Holocaust zu verhindern. Es ist wichtig für sie, sagt Dora Roth, an das, was passiert ist, zu erinnern und all der Kinder und Jugendlichen, die nicht überlebt haben, zu gedenken.